Auweia, was war das denn, was wir hier miterlebt haben? Der Markt wie wild nach unten gekommen und das ist noch der gute Teil, das ist der Dow Jones von 32.000 hier runter auf starke 31.000, da sagen wir 31.150, das ist schon mal was und das in so kurzer Zeit. Und das ist noch der gute Markt, ich habe es eben gerade gesagt, wieso der gute? Wir haben ja auch mitgekriegt, dass im Moment der Wechsel von Growth auf Value ist, also von den Wachstumstiteln aus den Techies rein in die Standardwerte, wie eben der Dow Jones hier eben dargestellt als der Future-Kurs auf den Dow Jones, konkret der Märzkontrakt. So, also wir sehen deutliche Abwärtsbewegung und wer mich ein bisschen kennt oder die Art und Weise, wie ich auf die Märkte gucke, der wird jetzt wahrscheinlich mit einem Grinsen da sitzen, denn er weiß, dass ich hier natürlich dann drauf gucke auf eine scharfe Bewegung, die hatten wir in der Erwartungshaltung, dass nach dieser scharfen Bewegung eine möglichst wackelige Bewegung vielleicht kommt. Die muss jetzt nicht so aussehen, das kann auch eine ABC sein, um dann die Trendrichtung nochmal wieder fortzusetzen. Nämlich das, was wir hier vorne haben, dann nochmal aufzugreifen. Jetzt müssen wir gucken, ob ich den greifen kann. Na, das wird schwierig. Ich krieg's doch. Na, genau so wollte ich es nicht. Komm, dann machen wir das anders. So wie ich das eigentlich immer mache. Also hier vorne die Bewegung, dass sich das hier nochmal anschließt. Wo das dann genau hinführt, bitte diese Marke noch nicht super ernst nehmen. Da kann man natürlich auch die Fibos mit ins Kalkül ziehen. Einfach mal so gucken, die letzte deutliche Aufwärtsbewegung. Gehen wir mal hier auf den 4-Stunden-Chart, dann fällt das auch mit dem Zeichnen etwas leichter. Also Orientierung am Tief bis zum höchsten Punkt hier. Dann sehen wir, na, das wäre doch ganz klassisch eigentlich, so 50er-Marke, 61, 8, so dieser Bereich. Aber vorsichtig, dazu hängt es ja noch ab, davon aus oder abzuwarten hier, wie hoch diese Bewegung als Korrektur hier entsprechend geht. Das kann natürlich dann, je nachdem, wo das endet, dann ein bisschen anders aussehen. Und ganz wichtig, bevor ihr jetzt vorauseilen, schon mal sagt, da kann ich doch jetzt schon Short gehen, der geht doch auch von abwärts aus. Ich gehe nur dann von abwärts aus, wenn die Aufwärtsbewegung jetzt schwach ist. Das muss nicht immer so sein. Wir haben auch hin und wieder Phasen, wo wir dann mal eine ziemlich schnelle Bewegung in diese Richtung, na, ich habe es aber heute drauf hier beim Zeichnen, so, also in diese Richtung schnell und in diese Richtung schnell. Und schon ist das Bild erstmal nicht ganz klar. Aber wenn wir hier eine starke Bewegung haben und dann ganz klar eine schwache, dann eben die Voraussetzung, dass die starke sich nochmal fortsetzt. Das ist Geschichte, aber übertragbar und in die andere Richtung hier auf den Stunden- oder 4-Stunden-Chart, nämlich wenn jetzt der Kurs ABC hochgeht oder eben wackelig hochgeht, das wäre so dieses klassische Bild. Stichwort Trigger, um dann nochmal auf der Short-Seite reinzukommen und danach sieht es aktuell durchaus aus, dass die Chancen für genau dieses Szenario relativ groß sind. Wann wäre dieses Bild erstmal kaputt? Es wäre dann kaputt, wenn der Markt jetzt sagt, also ihr mit eurer Pause, ihr könnt mich alle mal, ich starte jetzt hier durch. Dann wird man allerdings unter der Lupe hier im Aufwärtsarm sicherlich das ein oder andere Mal hier kleinere Rücksetzer sehen, die man dann wieder als Long-Einstieg nutzen kann, ähnlich wie man das ja auch hier hatte, wo es dann hier mal so ein bisschen wackelig ist. Also das Prinzip bleibt natürlich das gleiche, nur dann ist die Richtung anders, dann ist die starke nach oben, die schwache nach unten. Also insofern, das Bild würde sich dadurch dann eben drehen. Also gute Voraussetzung für mehr, wenn ich auch denke, dass es aktuell Chancen hat, jetzt erstmal wieder ein bisschen nach oben zu gehen. Da liegt jetzt der Fokus drauf, wird das wackelig geschehen oder sehr dynamisch. Und wenn es wackelig eben ist, gute Chancen für nach unten. Das haben wir übrigens beim Nasdaq ebenfalls. Grundsätzlich, wir hatten die sehr starke Abwärtsbewegung hier im Stundenchart. Wir hatten hier mal so ein Cluster. Das ist etwas, was wir gerne zum Beispiel im Born for Trading machen, dass wir dann solche Marken mal rausarbeiten, um dann mal zu gucken, ah, okay, hier gibt es eine gute Chance, dass der Kurs dreht. Wer also hier Short ist, sollte nicht auf ewig fallend setzen, sondern eben sagen, okay, hier in dem Bereich entweder genauer hingucken oder den Stop dann enger nachziehen oder gegebenenfalls, das ist etwas, was ich persönlich ganz gerne dann mache, eine Gewinnmitnahme einfach festlegen. Aber das ist nicht immer vorteilhaft. Aber für was man sich dann entscheidet, das ist dann jedem selbst überlassen. Das Prinzip ist allerdings hier jetzt das gleiche. Die Frage nämlich, kriegen wir jetzt hier in diesem Fall eine sehr steile Bewegung mit wackelig nach unten? Ihr seht, es ist immer das gleiche. Also irgendwie lasse ich mir auch nichts Neues einfallen lassen. Aber es ist halt sehr schön erkennbar immer wieder, wenn man vergleicht, ah, eine starke Bewegung. Und dann eben so eine typische ABC beispielsweise. Hier vorne war es vielleicht nicht ganz so stark, aber auch eben so eine ABC. Das geht übrigens auch auf kleineren Ebenen, wenn ihr sowas seht und dann hier so eine ABC. Ich mache es nochmal weg, das sieht man im Naturchart fast besser.
Und dann hat man eigentlich ganz gute Voraussetzungen, sich eher auf der richtigen Seite dann zu positionieren und dann die Bewegung zumindest ein gutes Stück nochmal mitzunehmen. Erste Orientierung ist, dass sich das, was vorne eben ist, sich dann eben nochmal fortsetzt, insbesondere wenn das die erste Bewegung ist, also 1 zu 1 gleiche Länge, deshalb hier so die 100%. Das ist insbesondere, wenn das die dritte Welle ist, hier sehr, sehr realistisch. Also ihr seht, da gibt es einiges an Möglichkeiten, auf das wir auch heute Nachmittag gucken werden. Ich kann euch empfehlen, schaut selber ein bisschen drauf, wenn ihr da ein wenig Unterstützung haben wollt mit ganz konkreten Ideen, mit Ein- und Ausstiegsmarken, meldet euch an für den Trade des Tages. Da stellen wir immer wieder ganz konkrete Trades vor, die wir für uns eben auch raussuchen. Und meldet euch an für Born for Trading, damit ihr eben solche Hinweise mit solchen Marken auch mal aufs Smartphone nochmal bekommt. Einfach, dass man ein wenig gewappnet ist auf die Situation, die da im Markt gerade vorherrscht. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute für den heutigen Handelstag. Anschließend ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch, lasst euch von der Börse die Zeit nicht kaputt machen. Und dann nächste Woche geht es ja dann spätestens weiter. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.